Sind Naked Bikes wirklich der beste Motorradtyp und wie wichtig ist ABS bei Motorrädern? Diese und ganz viele weitere Fragen in dieser Folge Frag Marc und jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Hemexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. All diejenigen, die noch nicht auf Instagram folgen, können das gerne mal nachholen. Dann könnt ihr wie die folgenden ca. 20 Leute Fragen stellen und seid quasi dann auch in diesen Videos vertreten. Und so starten wir direkt mit Dario Ried, Honda CBR 500R oder Aprilia RS 457. Welches der beiden Motorräder wäre deine Wahl? Jetzt habe ich mich mit der 457 noch nicht so sehr auseinandergesetzt, aber ist das nicht eine ähnliche Rennsemmel wie die Kawasaki ZX 4RR? Dementsprechend wären die ja, 457 und die CBR 500R ja komplett unterschiedliche Motorräder. Man müsste sich dann angucken, was will man wirklich? Willst du ein Sportgerät, sag mal eine Rennsemmel oder willst du eine entspannte CBR 500R, die natürlich auch auf der Langstrecke oder auch beim gemütlichen Fahren einfach richtig viel Spaß macht? Ill Rides fragt als nächstes, was ist vor der ersten Fahrstunde zu beachten? Zum Beispiel genug trinken. Genau. Also genug trinken, aber auch nicht so viel, dass du dich aus den Motorradklamotten wieder rausschälen musst während der Fahrstunde. Ausgeschlafen sein, auch ein wichtiger Punkt, dass man vorher nicht den Tag trinken sollte oder sonst irgendwas, also Alkohol oder sonst irgendwelche jetzt legalen Sachen zu sich nehmen sollte, ist, glaube ich, ganz klar, sprechen wir gar nicht drüber und sonst könnt ihr das einfach genießen. Gegebenenfalls, wenn ihr die Möglichkeit habt und Zugriff auf Motorrad, übt das mit dem Kuppeln schon mal ein bisschen, da habe ich tatsächlich relativ lange für gebraucht, aber sonst könnt ihr eure erste Fahrstunde einfach genießen. Das ist Anfahren üben, das ist mal so ein bisschen, ja, losfahren, eine erste Runde fahren, natürlich im städtischen Bereich dann. Deswegen, also genießt das einfach, es macht wirklich Spaß und da braucht man sich auch nicht zu große Gedanken machen. Florian872 fragt, MT07 oder MT07 Pure? Das kommt natürlich darauf an, was möchte man und was braucht man. Denn die Pure ist ja das 2022er Modell und die aktuelle oder die nicht Pure halt, die hat ein anderes Display drauf, die hat dann die Smartphone-Konnektivität und solche Sachen. Aber am Fahrwerk, am Motor ändert das nichts. Brauchst du Konnektivität und das, ich sag mal, bessere Display? Wenn ja, dann die normale, sonst getrost die Pure-Variante nehmen. Maxi R125 fragt, was hat es mit dieser FIM-Homologation auf sich? Die FIM-Homologation ist ein Sicherheitsstandard für den Rennsport, für die MotoGP, womit sichergestellt wird, dass die Rennfahrer eben mit sicheren Helmen unterwegs sind. Die sagen auch zum Beispiel, dass das Visier arretiert sein muss, dass du einen Doppel-D-Ring-Verschluss haben musst. Und so gibt es auch nur Rennhelme, die diese Homologation haben können. Zum Beispiel von HOC, der RV1. Oder wir waren gerade dran, der Pista, den XR3R von Nex gibt es mit einer entsprechenden Homologation. Oder auch natürlich der Shoei XSBR Pro. Solche Helme gibt es mit dieser Homologation. Wir brauchen das als Privatperson nicht, auch nicht für ein Renntraining. Aber es ist natürlich ein Indikator dafür, ob ein Helm sicher ist oder nicht. Aber vertut euch nicht. Das gibt es auch nur bei Rennhelmen. Zum Beispiel hier der XWST3, der ist vielleicht genauso sicher, aber es ist eben kein Rennhelm. Dementsprechend würde kein Hersteller den jetzt FIM homologieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich überhaupt wäre. Leonhard J217 fragt, was sind für dich die besten 50 Kubik Mopeds, die derzeit noch gebaut werden? Also wenn ich jetzt nochmal eine 50er nehmen würde, dann wäre es entweder eine klassische Vespa, die ich ganz cool finde, oder mein All-Time-Favorite ist eigentlich der Peugeot Speedfight, wäre aktuell die vierte Generation und der passt in meinen Augen auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Und welche 50er Mopeds würdet ihr wählen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Coole sind natürlich auch die 50er Supermotos und Enduros von Rio und Fantic, aber in meinen Augen ziemlich teuer für das, was sie sind. Und man wird sie ja vermutlich eh nicht ewig fahren. Gut, man bekommt auch einen ganz guten Wiederverkaufspreis dafür, aber ich glaube, ich würde auf klassischen Roller gehen. Und Kurt fragt als nächstes, welche Kleidung ist zum Pendeln und für Kurzstrecken bei warmen Temperaturen ideal? Da darf man also das klassische Textil-Outfit überhaupt nicht unterschätzen, denn du kannst alles drunter tragen, du kannst Bürokleidung, du kannst Freizeitkleidung natürlich auch drunter tragen und das ist einfach ideal. Ich weiß, du willst vermutlich auf so Denim-Kleidung hinaus, was auch gut ist. Es wird nur schwieriger, was drunter zu tragen, sondern du musst gegebenenfalls, wenn du auf Nummer sicher gehen willst und eine Kevlar-Jeans mit Protektoren willst, dann musst du dich da gegebenenfalls auf der Arbeit umziehen, denn das sieht schon komisch aus. Also man wird immer sehen, dass da Protektoren drin sind. Du könntest theoretisch diese rausnehmen, aber auch die leeren Taschen, das trägt immer ein bisschen auf. Also wirst es nie ganz, ja, quasi clean hinbekommen. Auf der anderen Seite sind natürlich Kevlar-Jeans ohne Protektoren. Ja, du hast halt die Abriebfestigkeit, aber nicht die Stoßfestigkeit. Aber ich meine, wir sind alle erwachsen. Das muss man dann eben wissen,
was brauchst du, was willst du. Aber es gibt ja eben die Möglichkeiten, Textil oder Denim, was ja auch Textil ist, aber ihr wisst, was ich meine. Weiter geht es auf jeden Fall mit fliegendes Schaf Schafi. Welche Sportler, Sportura, A2-konform ist bei einem Budget von 8.000 Euro plus minus 1.000 Euro am besten? Und da würde ich als erstes mal an die Kawasaki Ninja 650 denken. Schönes, solides Motorrad. Oder ich habe mir auch noch aufgeschrieben, die CBR 650F ist definitiv auch in dem Budget. Da kriegst du richtig gute Modelle. Und schau dir mal unser Helmexpress Motorrad an. Ist auch eine CBR 650F. Und ja, wirklich super entspanntes Motorrad. Verzeiht auch mal Fehler. Das passt. Micha 807 fragt als nächstes, Naked Bike für den Alltag zum Kilometerschrubben, was schon ABS hat. Und da denke ich zum Beispiel an die Honda CBF 600. Die gibt es teilweise ab 3000 Euro mit ABS, was natürlich sehr cool ist. Oder auch sowas wie eine Suzuki SV 650, die da auch sehr gut reinpasst. Aaron RLL08 fragt, Hi, welchen Helm empfiehlst du für eine Supermoto? Sollte schon etwas stylisch sein. Da gibt es zum Beispiel den Shot Track, der in meinen Augen sehr gut verbindet, was gut an einem Integralhelm und gut an einem Crosshelm ist. Der hat den coolen Look mit dem Schirm. Auf der anderen Seite ist es komplett geschlossen, auch bei kalten Temperaturen. Und ja, bei Regen ist das sehr angenehm zu tragen und er ist ziemlich preiswert. Dementsprechend ist das für viele ein ziemlich guter Helm, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Verlinke ich euch hier und natürlich auch unter der Frage in der Videobeschreibung. Joshua MTY fragt, ABS wichtig bei 125ern oder lohnt es sich, eine 125er zu leasen, da man eh nur 2 Jahre fahren wird? Also über das ganze Thema ABS haben wir ja kürzlich schon gesprochen. Das halte ich auf jeden Fall für wichtig, dass man in Gefahrensituationen wirklich einfach reinhacken kann und das Vorderrad nicht blockiert. Mit dem ganzen Thema Leasing habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, weil ich das auch vor dieser Frage gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber tatsächlich bieten das eigentlich alle Hersteller an. Ich verstehe den Ansatz, aber auf der anderen Seite finde ich es ziemlich schwierig, gerade in so jungen Jahren. Also es wird euch niemand quasi mit 16 einen Leasingvertrag anbieten. Das wird immer über eure Eltern laufen müssen. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, ja, sich diese Fixkosten ans Bein zu binden. Klar, man könnte zum Beispiel die Leasingraten für die ganzen 2 Jahre auf ein separates Konto legen, sodass man da keine Kopfschmerzen hat, weil man weiß, man hat genug Geld. Denn grundsätzlich ist es so, dass wenn du ein Motorrad gekauft hast, zum Beispiel gebraucht, und du hast zum Beispiel, warum auch immer, mal in einem Monat kein Geld, dann lässt du das Motorrad stehen und das ist nicht so dramatisch. Wenn du allerdings diese fixen Leasingraten hast, dann hast du jeden Monat die Ausgaben. Das ist dabei nur zu bedenken. Und ich finde es immer, ehrlich gesagt, aber das ist meine persönliche Meinung, relativ schwierig, sich in so jungen Jahren schon zu verschulden. Greta Swapp fragt, schützen diese Hoodies mit eingebauten Schützern wirklich? Also es geht um solche Protektoren-Hoodies und da gibt es von bis. Da gibt es natürlich welche, die bringen recht wenig. Es gibt aber auch richtig gute Sachen, teilweise mit AAA geratet. Natürlich werden wir niemals auf das Level von Leder kommen, denn diese Denim-Sachen, natürlich ist es nochmal ein bisschen anders von der Beschaffenheit als ein normaler Pullover, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, die Protektoren können sich auch schon mal im Fall eines Sturzes verrutschen und das passiert dir bei einer Lederjacke einfach nicht so. Also es ist deutlich besser, als wenn du gar nichts trägst. Es ist ziemlich gut für den städtischen, urbanen Bereich und natürlich ist es auf der anderen Seite eben niemals so sicher wie eine gute Textiljacke, wo du richtig alles an Ort und Stelle befestigen kannst oder gar eine Lederjacke, was natürlich immer so das 9+Ultra ist. 20 Felix Nix Tricks fragt, möchte cool beim Motorradfahren aussehen und mich am Körper schützen? Und das, was du beschreibst, ist ein Lederkombi. Also das ist so einfach beim Motorradfahren, cool auszusehen und sich bestmöglich zu schützen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, du hast die Lederkombi dir ausgesucht. Lucy0907 fragt, ist es als Anfänger A2 sinnvoll, Gebrauch zu kaufen oder doch gleich was Neues suchen? Grundsätzlich glaube ich, dass für die allermeisten was Gebrauchtes sinnvoller ist. Du sparst Geld, du bist vielleicht nicht ganz so traurig, wenn sie doch mal irgendwie umkippt. Und vor allen Dingen, ja, du hast halt nicht so viel Geld, was du verlieren kannst, wenn du es dann nochmal umhandelst, weil du sagst, ey, ich bin jetzt 2 Jahre Naked Bike gefahren, ich möchte jetzt aber auch eine Sportler fahren, ich möchte eine Supermoto fahren. Wenn ich gerade so an mich denke auch, dann ist es gar nicht so einfach, wirklich, wenn man mit A2 einsteigt, zu wissen, was willst du wirklich langfristig, und dementsprechend macht es für die wenigsten Sinn, sich jetzt so ein teures neues Motorrad am Anfang zu kaufen,
wenn man dann vielleicht doch nochmal eher umhandeln wird. Wenn man jedoch sich wirklich sicher ist, das ist mein Motorrad, das mache ich mir genauso, wie ich es will, dann kann man natürlich auch mal neu schauen. Aber ich glaube, viele werden auch mit gebrauchten Motorrädern sehr glücklich, besonders wenn man gerade am Anfang ist. Savage08 fragt, deine Meinung zum Spider RT1 oder doch lieber ein 30K? Und dabei geht es natürlich um die Sena-Freisprechgeräte. RT1 finde ich sehr cool, denn es ist relativ preisgünstig, es ist relativ klein, super Akkulaufzeit. Allerdings ist es eben ein reines Mesh-Intercom. Bluetooth wird hier nur verwendet, um Musik zu hören, um zu telefonieren. Eigentlich auch nur aus den Gründen. Ein 30K, das ist ein Allrounder. Da kannst du auch per Bluetooth, also zum Beispiel mit älteren Geräten kommunizieren oder auch mit Geräten anderer Hersteller. Du bist also ein bisschen flexibler. Dafür ist das Gerät teurer und auch größer von den Dimensionen her. Wenn du weißt, du hast einen klaren Freundeskreis, mit denen du sprechen willst und die haben alle Mesh-Geräte, dann auf jeden Fall das RT1, denn dann macht es keinen Sinn, mehr Geld auszugeben, als notwendig ist und du hast eben das kleinere Gerät. Wenn du dir nicht so sicher bist, dann aus 30K oder 50S, 50R, das sind dann die besseren Geräte. JustJulian29 fragt, wie viel PS kann man bzw. darf man in einer 125er maximal haben? 15 PS, 11 kW und eben 125 Kubikzentimeter. MyHFNR fragt, wo kann man am besten Motorräder kaufen? Ich würde mich auf jeden Fall mal online schlau machen. Ja, ich kann das absolut verstehen, wenn man einen Händler in der Nähe haben möchte, aber es gibt ja wahrscheinlich so im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern bei dir nicht nur einen Händler, sondern gleich mehrere und die können schon unterschiedliche Angebote haben. Gerade wenn einer mal eine Tageszulassung hat mit dem Motorrad, was du dir gerne kaufen würdest, dann sind das schnell mal ein paar hundert Euro Unterschied, die man da sich einfach sparen kann. Dementsprechend würde ich mich immer online informieren und gerade ganz am Anfang, um überhaupt erstmal rauszufinden, welches Motorrad gefällt dir, auf jeden Fall online schauen und dann schauen, wo man es vielleicht auch in der Umgebung bekommen kann. Denn natürlich ist es doof, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Händler 300 Kilometer weit weg was kaufst, du hast ein Problem und musst dann immer dahin fahren, um nachbessern zu lassen. Terrorwolf fragt in der nächsten Frage, welcher ist eurer Meinung nach der beste Touring-Helm? Und da denke ich entweder an den GTR 3 von Shoei, der sehr, sehr geil ist, oder auch Platz in meinem Herzen definitiv der Schubert S3, ebenfalls ein sehr, sehr geiler Helm. Gibt natürlich auch mit dem RV 71 einen coolen Helm. Den XWS T3 von Nex finde ich aber auch für die Tour richtig gut. Also so richtig festlegen kann ich mich nicht. Aber wenn ich nur einen sagen müsste, dann wahrscheinlich der S3 von Schubert. Amelie 3.9.23 fragt, lieber Naked Bike oder Supersportler? Und wenn du so fragst, dann bist du dir vermutlich ja noch unsicher und für all diejenigen, die nicht sicher sind, ob sie wirklich eine Supersportler oder eine Supermoto haben wollen, finde ich den Naked Bike super gut, denn die sind entspannt von der Sitzposition. Die sind oftmals günstiger als andere Motorradtypen. Deswegen sind zum Beispiel auch ganz, ganz viele Fahrschulmotorräder Naked Bikes. Also Naked Bike für all diejenigen, die sich nicht sicher sind, dass sie was anderes haben wollen. Eine super vielseitige Klasse, mit der man alles machen kann. Verreisen, zur Arbeit fahren, im Alltag. Du kannst da in der Regel alles mitmachen. Ich finde Naked Bikes richtig geil. Deswegen habe ich privat auch noch nie was anderes als ein Naked Bike besessen. Fällt mir gerade auf. Okay. Egal, auf jeden Fall kannst du dir jetzt noch ein Video anschauen. Hier können wir uns wiedersehen und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir eine gute Saison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.